von diesem Brief, das wird Sie nicht wundern, hatte ich wo? Bei Ihrem Artikel. Das ist nämlich, das zwei Kollegen unterhalten sich ja über die Artikel. Einen haben wir gerade eingeblendet. Ich finde das interessant, weil natürlich, wer bestimmt über die Bestimmungslage in einem Land? Das tun die Journalisten auch. Ich finde es aber auch ganz praktisch, nochmal nachzurecherchieren, was ist eigentlich Legende, mittlerweile so eine Art Stadtmärchen über Griechenland, und was ist ein Faktum? Was tun vor allen Dingen die Griechen selbst, um dieses Vertrauen, was eine gute Währung braucht, wieder aufzubauen? Was tun sie, um zu demonstrieren, wir haben verstanden? Sie tun da mehr, als manches deutsche Medium in den letzten Tagen auch berichtet hat. Es stimmt zum Beispiel nicht, dass die Mitarbeiter des Regierungschefs Papandreou immer noch 16 Monatsgelder bekommen. Sie bekommen noch 12. Sie haben 16 wohl bekommen, aber sie bekommen nur noch 12. Und die Regierung bemüht sich, das ist eben hier auch angesprochen worden. Eine ganz andere Sache ist das, was viele Bürger tun. Sie protestieren gegen den Sparkurs der Regierung. Vergangene Woche Mittwoch, der 11. Generalstreik seit Ausbruch der Griechenland-Krise. Die Menschen auf der Straße und damit nicht bei der Arbeit. Der volkswirtschaftliche Schaden durch die Generalstreiks, geschätzte 9 Milliarden Euro. Damit geht Griechenland wahrscheinlich durch die Streiks mehr Geld verloren, als Deutschland den Griechen an Krediten bisher zur Verfügung gestellt hat. Streiks auch bei Hellenic Petroleum, einem teilstaatlichen Ölkonzern. Dessen Mitarbeiter bekommen 18 Monatsgehälter. Der Konzern zahlt pro Beschäftigten durchschnittlich 85.000 Euro im Jahr. Außerdem erhalten alle Beschäftigten pro Jahr 5 Tage Luxusurlaub in einem Hotel ihrer Wahl, wie die griechische Botschaft und das ARD-Büro Athen bestätigen. Einige dieser Wohltaten will das Unternehmen jetzt streichen. Von den Mitarbeitern gibt es dafür aber kein Verständnis, sondern Protest. Professor Sinn, nur mal um das zu verstehen, können Sie mal erklären, wieso es den Griechen überhaupt möglich war, so lange so krass über die Verhältnisse zu leben, auch wenn einiges zurückgedreht worden ist? Wie war das überhaupt möglich? Ja, das lag am Euro. Der Euro hat ja eben eine gemeinsame Währung gebracht und hat den Kapitalanlegern suggeriert, wenn sie in Griechenland investieren, das ist sicher. Früher gab es das Wechselkursrisiko, das ist dann weggefallen. Die Zinsen waren dann gleich. Die Griechen haben sich, wie die anderen Südländer auch, sehr stark verschuldet. Das Geld floss von Deutschland in diese Länder. Wir haben in den letzten 10 Jahren etwa 1.060 Milliarden Ersparnisse aus Deutschland in andere Länder geschafft. Weil es dort gute Zinsen gab? Ja, so ein bisschen 20, 30 Basis, also Bruchteile eines Prozentes mehr als in Deutschland. Man dachte, das sei sicher. Das Geld floss dahin. Jedenfalls war dann Geld für alles und jedes da. Bauboom, Konsumstandard, der Staat hat sich ausgeweitet, die Einkommen und die Löhne konnten steigen. Damit stiegen dann die Importe. Gleichzeitig wurde man teurer und die Exporte kriegten Dämpfer. Es entstand ein Außenhandeldefizit und heute haben wir halt eine Situation, wo Griechenland letztlich um 12% mehr importiert, als es exportiert, und wo der Konsum in diesem Land um 14% über den Einkommen liegt. Man lebt also schlicht über die Verhältnisse. Das ist der Nachbar, der hat also eine Zeit lang Kredit von seiner Bank gekriegt, hat sich ein schönes Auto gekauft, hat also das Haus erweitert und so weiter. Und jetzt stellt sich heraus, die Bank gibt kein Geld mehr. Und er klingelt bei Ihnen und will das Geld haben. Das ist die Situation. Sie können ihm natürlich helfen und ich bin auch dafür, dass man hilft. Man muss aber gleichzeitig auch klar machen, dass das jetzt nicht immer so weitergehen kann, sondern dass der Lebensstandard sich an die Verhältnisse wieder anpassen muss. Und das ist leider ein etwas schmerzlicher Prozess, der den Griechen, den Spaniern, den Portugiesen, den Iren nicht erspart bleibt. Wir können nicht auf Dauer jedes Jahr den Überhang des Konsums über die Einkommen in dieser Größenordnung mit unserem Geld finanzieren. Ich habe nicht den Eindruck, wenn man die Bilder sieht, dass die Botschaft richtig angekommen ist. 9 Milliarden Euro durch Streiks an volkswirtschaftlichen Schaden erlitten, Herr Stefanidis. Dürfen Sie sich wundern, wenn das auch den wohlmeinendsten Griechenland-Unterstützer dann irgendwann mal nachdenklich stimmt? Mhm. Klar, also zwei Dinge muss man dazu sagen. Erstens, es werden sehr oft dann immer Bilder von Streiks gezeigt, wo dann auch Mülltonnen brennen, die Polizei angegriffen wird von verschiedenen Demonstranten. Aber man muss
auch dazu wissen, in den 90er Jahren waren zum Beispiel Streiks in Griechenland in der Tagesordnung. Ja? Und da gingen Hunderttausende auf die Straße. Und heute, also bei dem Sparprogramm, das die Welt in dem Sinne noch nie gesehen hat, gehen gerade mal 25.000 auf die Straße. Also da muss man die Relation in dem Sinn auch sehen. Eine andere Sache ist, das wird Sie vielleicht jetzt überraschen, aber ich halte es auch für grotesk, dass Steuerzahler in Deutschland für Kredite bürgen, die nach Griechenland, Portugal und nach Irland gehen. Sie haben doch eben gesagt, Sie zahlen gerne. Ja, ja, ich halte es aber trotzdem für grotesk, weil wenn dieses Geld bei den Griechen, Portugiesen und Iren ankommen würde, ja, dann wäre das was anderes. Aber wir halten damit quasi nur einen Kreislauf am Leben. Das Problem ist, dass man hier quasi die Griechen gegen die Deutschen ausspielt und die Deutschen gegen die Griechen. Und genauso läuft es in Portugal und genauso läuft es auch in Spanien, wo jetzt die Jugend demonstriert hat die vergangenen Tage. Die Sache ist die, dass dieses Geld kommt zwar von Washington, vom IWF, kommt von Brüssel, von der EU, kommt von Frankfurt, von der Europäischen Zentralbank und kommt auch nach Athen. Aber Athen ist eigentlich nur eine Durchgangsstation. Das ganze Geld fließt schnell weiter nach Paris, fließt ganz schnell weiter wieder nach Frankfurt zu den Banken und geht da quasi wieder in die Bilanzen der Banken rein, die ja eigentlich für die Finanzmarktkrise verantwortlich waren. Und ich glaube auch, dass die Krise in Griechenland, obwohl viele hausgemachte Probleme dort vorhanden sind und vorhanden waren, eigentlich nur eine Fortführung der Finanzkrise ist, die wir 2008 hatten. Ich habe das jetzt aufmerksam verfolgt. Ich möchte das kontern mit einer ganz einfachen Geschichte, weil ich finde, es darf schon interessieren, was eigentlich von der Botschaft angekommen ist in Griechenland. Und wenn Sie unterscheiden zwischen den Bürgern und der Regierung, also die Bürger, die in Teilen protestieren, die Regierung, die Sparvorschläge und Dekrete umsetzt, dann zeige ich Ihnen mal eine Regierungsentscheidung. Erklären Sie mir die doch mal. Diese Formel-1-Strecke soll in der Nähe der Stadt Patras entstehen. Das kündigte das griechische Ministerium für Regionalentwicklung vergangene Woche an. Die Betreiber versprechen eine der modernsten Rennstrecken der Welt. Geschätzte Baukosten mehr als 94 Millionen Euro. Der klamme griechische Staat übernimmt davon fast 30 Millionen Euro. Wir haben die Formel-1-Legende Niki Lauda gefragt, was er von diesen Plänen hält. Er meint: Ich halte es für komplett ausgeschlossen, dass in Griechenland jemals ein Formel-1-Rennen stattfindet. Es finden heute nur noch wenige Rennen in Europa statt und ihre Ausrichtung ist ohne staatliche Hilfe kaum zu bezahlen. Es ist absolut absurd, in Griechenland eine Formel-1-Rennstrecke zu bauen. Herr Brüderle, Sie haben in Ihrer Fraktion Parlamentarier, die sagen, wir machen diesen Schwachsinn nicht mehr mit. Wie erklären Sie denen, dass sie mitmachen sollen, wenn die von der Rennstrecke erfahren? Ich kann sie nur erklären, wenn sich nachhaltig in Griechenland weiter was ändert. Dass da Schlendrian ist, dass dort die Dinge nicht im Lot sind, dass man Jahre über die Verhältnisse gelebt hat, ist so. Wenn sich nichts ändert, wird das nicht besser. Aber jetzt sind wir mal ehrlich. Europa kann nicht die Alternative haben. Wir fahren es komplett in der Wand. Griechenland wird rausgeschmissen. Geht gar nicht, auch von den Verträgen her. Wir können auch nicht alles übernehmen. Deshalb müssen wir einen Mittelweg entwickeln, wie Europa sich immer weiterentwickelt hat, indem wir sagen, jawohl, ihr müsst nachhaltig euch verändern. Wenn das nicht macht, dann ist es eben Schluss. Dann gibt es nichts mehr, dann geht der Konkurs. Aber man muss ihr noch die Chance geben. Und den Kurs, den sie jetzt fahren, das Erstaunliche ist ja, Papandreou hat mit seiner PASOK-Partei trotz dieser harten Maßnahmen anschließend die Kommunalwahl gewonnen. Das ist offensichtlich eine Bevölkerung auch, das dämmert. Man erkennt, es kann nicht so weitergehen, wie es bisher in Griechenland war. Nicht nur das. Deshalb muss man ihnen einerseits die Chance geben, andererseits aber auch es dosiert halten, sonst geht das völlig schief und es gibt eine antieuropäische Stimmung. Wir sehen ja Vorboten in manchen Ländern in der Europäischen Union. Herr Stocker. Also fällt mir gerade ein, Herr Brüderle, Sie haben ja in Ihrem Bundesland Rheinland-Pfalz auch eine Formel-1-Rennstrecke, der Nürburgring. Der Staat schon. Nicht wir. Ist doch egal. Sie kommen aus Rheinland-Pfalz, glaube ich. Ich hafte nicht für alles. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass Sie dafür haften. Ich sage nur, dass auch diese Formel-1-Rennstrecke den Steuerzahler schon ziemlich viele Millionen gekostet hat. Stimmt. Und
Es ist ja immer eine Idee dahinter. Wir können es uns nur leisten. Ist das der Unterschied, Herr Stockheim? Wir können uns Schwachsinn leisten. Es ist immer eine Idee dahinter, wenn investiert wird. Und ich glaube, das ist das Problem. Wir sprechen bei dem, die Griechen müssen sich bessern. Sprechen wir immer vom Sparen und dass sie jetzt ihre ganzen Privilegien abbauen sollen. Ich glaube, wir brauchen einen europäischen Investitionsplan. Wir brauchen einen Aufbauplan, der wirklich dafür sorgt, dass in Griechenland investiert wird. Und das muss dann womöglich auch wieder erst mit Steuergeldern und Subventionen gemacht werden. Aber Griechenland muss letztendlich auch Lust haben, das Land aufzubauen und darf nicht immer den erhobenen Zeigefinger aus Deutschland oder aus Brüssel sehen, sondern die müssen mitmachen, ihr Land auch aufzubauen. Und da müssen wir investieren. Wir müssen Griechenland wieder aufnehmen. Griechenland ist derzeit nicht in der Lage, sie können 25 Milliarden Euro abrufen an europäischen Mitteln, sie umzusetzen. Das ist die Unfähigkeit der Strukturen. Geld wäre da. Es gibt in Europa Geld, das Sie umsetzen können von den Fonds, von den Regionalfonds, von den Strukturfonds. Das heißt, Sie können es nicht umsetzen. Zum Beispiel für Infrastruktur, für Straßen, für eine Eisenbahnlinie. Sie können Ihre Mittel nicht abrufen aus Brüssel, jedenfalls erheblich Umfang. Das Hauptproblem bei Griechenland ist, dass sie nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Ja. Sie haben zwei Probleme. Einmal haben Sie zu viel Staatsschulden, dann müssen wir Ihnen die Schulden zum Teil erlassen, können Sie nie zurückzahlen. Das ist das kleinere Problem. Das größere Problem ist, Sie sind durch diese Jahre unter dem Euro inflationär aufgebläht worden und haben Löhne und Preise entwickelt, mit denen Sie nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Die Touristen gehen in die Türkei, kommen nicht nach Griechenland, Export ist also nicht da. Gleichzeitig sind die Einkommen hoch, man importiert. Man muss also in solch einem Land, wie wir Ökonomen sagen, real abwerten. Das heißt, man muss billiger werden. In der Größenordnung liegt das nach unseren Berechnungen bei 20-30%. Das ist aber ein äußerst schwieriger Prozess. Deutschland ist auch relativ zu seinen Handelspartnern billiger geworden über die letzten 15 Jahre, weil die so stark inflationiert haben und wir nur ganz wenig. Um 21% sind wir billiger geworden die letzten 15 Jahre gegenüber den anderen. Und sowas bleibt den Griechen auch nicht erspart. Das war bei uns kein Zuckerschlecken. Wir haben also eine Massenarbeitslosigkeit gehabt. Wir haben schwierige Reformen gehabt, die Schröderschen Reformen, die zu einer Zerreißprobe der Gesellschaft wurden. Und Griechenland muss das Ganze jetzt praktisch in einer kürzeren Zeitspanne auch irgendwie bewerkstelligen. Aber es sieht noch überhaupt nicht so aus. Die aktuelle Inflationsrate in Griechenland ist immer noch höher als die deutsche. Die brauchen eigentlich eine Deflationsrate, dass sie billiger werden. Und da zeigt sich ein Grundproblem. Diese Art von Deflation kriegt man im Euroraum nicht hin. Was Griechenland blüht jetzt im Moment, ist, wenn sie also wirklich so billig werden, dass sie wettbewerbsfähig werden, das, was Deutschland von 1929 bis 1933 hatte unter Brüning, nämlich eine Senkung der Preise, hatten wir damals um 23% und der Löhne um 30%. Das war ein Prozess, der hat uns natürlich an den Rand des Bürgerkriegs getrieben. Und da zeigt sich die Schwierigkeit bei Griechenland. Es gibt keine wirkliche Lösung. Man kann im Euroraum nicht wettbewerbsfähig werden. Man müsste also raus aus dem Euro, zur Drachme zurück, die abwerten. Dann gibt es sofort einen Bankrun. Die Leute räumen ihre Bankkonten leer und die Banken sind sofort pleite. Es ist also, wie man es dreht und wendet, eine gewaltige Krisensituation. Und was die Politik jetzt macht, ist, sie scheut für irgendwelchen Entscheidungen zurück und wirft einfach nur neues Geld dem Alten hinterher, damit die nächste Generation von Politikern in der nächsten Legislaturperiode sich mit dem Thema beschäftigen kann. Dann ist das Problem noch viel, viel größer als heute. Dann wird wieder die Entscheidung kommen, ja, wir müssen ja helfen, sonst bricht alles zusammen. Und dann wirft man noch mehr Geld dem Alten hinterher. Und so wird das Problem immer größer. Zum Schluss ist es überhaupt nicht mehr lösbar. Und der Euro bricht auseinander. Wir brauchen also mutige Politiker, die jetzt einmal wirklich einen Schnitt machen und eine radikale Lösung anbieten. Diese Beschwichtigungsformel, die da kommt. Soll ich mal einen zeigen? Ich zeig mal einen. Die bringen überhaupt nichts. Ich zeig mal einen. Der ist mutig, kann aber auch, weil er nicht mehr Finanzminister ist, aber immer noch was von der Sache versteht. Vorgestern in der ARD. Die Frage ist, will ich ein Schrecken ohne Ende oder ein Ende mit Schrecken? Und ich bin dafür, dass wir das Letztere vorziehen. So wie wir im Augenblick vorgehen, werden wir noch die vierte, fünfte, sechste Unterstützungsaktion für Griechenland erleben, ohne dass Griechenland seine realen Möglichkeiten verbessert, aus dieser Krise herauszukommen. Es geht nur noch um das Wie eines Schuldenschnittes, aber nicht mehr um das Ob. Recht hat er, sagt Professor Sinn. Herr Brüderle, was sagen Sie? Recht hat er? Wir müssen einen Schnitt von Punkt X machen. Was müssen wir? Einen Schnitt machen, eine Haircut, dass man die Schulden
die Gläubiger mit beteiligt, dass die Anleihe von 100 denn nur noch 50 wert ist. So Größenordnung wird sich bewegen. Die also Umschuldung sind die Banken dabei? Da sind die Banken dabei, insbesondere dabei. In Deutschland, die staatlichen Banken, Landesbanken, ja. Hyper Real Estate sind kräftig dabei, sind gerade die öffentlich-rechtlichen Banken besonders betroffen. Aber zu einem Punkt X wird man eine Umschuldung machen müssen. Was ist denn Punkt X? Ja, ein Zeitpunkt, den können Sie ja doch nicht hier im Fernsehen finden.